Also hier schon mal kein Gegenstand. Da komme ich auch nirgendwo hin. Da auch nicht. Die Richtung. Auf dem Vorsprung, da muss ich ja garantiert nicht hin, oder? Also sinnlos. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es zumindest jetzt nicht entdeckt. Wofür das gut ist. Okay. Neue Muni könnte ich mal langsam gebrauchen. Ich habe ja noch 700 Schuss. Okay, ich hoffe nicht, dass sie da runter geht. Ha! Dankeschön. Komm ich da auch schon direkt hoch? Moment. Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, dann muss ich von da aus nach da. Sollten wir hinbekommen. Mal gerade hinstellen. Hoio! Nein! Oh, okay, zum Glück bist du nicht nach vorne gesprungen. Entschuldigung fürs Anschreien. und du? Ach so, alles klar. Gut, ich dachte nicht, dass da jetzt noch ein Block gewesen wäre. Jetzt kommt wieder die Frage, schaffe ich den Sprung? Ich weiß es wirklich nicht. Der sieht echt sehr weit aus. Hui! Oh, ich liebe dich, Lara. I fucking love you. Sind da noch Gegenstände? Wahrscheinlich. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hui! Zu hoch. Okay. Und dann müssen wir einmal galant hier reinspringen. Nicht zu weit! Don't overshoot it. Okay. Ja. Wir sind jetzt auf der anderen Seite sowieso. Fuck. Also die Mumien sind mir nicht ganz koscher, ne? Ehrlich nicht. Das muss doch alles einen Sinn haben. Brauche ich hier für einen Gegenstand, oder? Aber ich kann ja nichts benutzen. Also. Wo muss ich denen was klauen hier? Alter, ihr macht mir Angst. Okay, also das zeigt mir auf jeden Fall schon an, dass sie irgendwann lebendig werden. Wo kann ich denn nicht jetzt schon töten? Weil sie noch nicht leben, denn ja, dann soll die zu Brei schlagen, der Lara. Aber was soll ich denn hier machen? Ich verstehe das nicht. Okay. Dahinter vielleicht liegt da was, ne. Wahrscheinlich haben wir doch erstmal vielleicht dann doch hochgemusst, wo der Speicherpunkt ist. Ah, alles für die Katz. Aber wir kommen ja wieder zurück, ne? Oder wir gehen hier einfach weiter. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber von hier aus komme ich bestimmt irgendwo anders hin. Warum hätte ich jetzt schon so langsam gerne mal doch ein Speicherpünktchen? Aber wie am besten? Ja, so hoch kommen wir noch nicht. Das heißt, ich vermute, wir müssen erstmal den oberen inneren Bereich machen, weil wir dann irgendwas Tolles bekommen, was wir dann einsetzen können. Und dann zum unteren, damit wir es dann auch wirklich einsetzen können. Na gut, okay. Nun sind wir etwas klüger. Was? Wie jetzt? Vielleicht täusche ich mich einfach. Scheiße. Ich soll das echt nicht so böse machen, dass man dann hier einfach nicht mehr weiterkommt, wenn man dann irgendwie erstmal den falschen Weg gegangen ist. Das finde ich ziemlich dreist, wenn die das täten. Die tätere. Hüpf. Ich will nochmal hier gucken. Ich glaube, hier habe ich aber auch nichts. Ne, von hier komme ich auch nirgendwo hin. Da kann ich auch nicht drauf stehen. Ach, fuck it. Ich bin schon fast verführt, neu zu laden, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht mehr zurück. Wow, was war das? Oh, ich habe den Weg einfach nur noch nicht gefunden. Mein Gott, bist du hässlich. Ach, shit. Nicht schön. Manu. Okay, die läuft tatsächlich runter. Ach, fuck.
Ja, komm, ich lade das Spiel neu gerade mal. Wo war das denn? Ah, ich bin schon bei 43 Minuten, genau, wollte gerade sagen, die letzte halbe Stunde, die ist schon. Die kommt schon bekannter vor. Ladespielstand, genau. Der Obelisk von Kamun, okay. So heißt dieses Level. Ah, ein Stückchen Wasser. Um die Stimme zu ölen. La 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 la. Perfekt. Okay, den Schlüssel haben wir jetzt, glaube ich, schon hier, oder? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Ah, falsche Seite. Verdammt. Ich gucke erstmal nach, ob ich den wirklich habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Schön. Oder hier irgendwie an so einem Außendingenskirche, ne? Da unten, da unten, da unten! Doch nicht! Oder habe ich den Schlüssel schon eingesetzt? Wann habe ich den gespeichert? Ach ne, guck mal, hier ist er doch. Le Schlüssel der Saphire. Boah. So. Das kriegst du doch hin. Flusch, flusch. Und jetzt gehe ich wirklich erstmal oben lang. Ich hoffe mal nicht, dass ich runterfalle. Aber ich will den Speicherpunkt trotzdem noch nicht einsetzen. So Käse ist das. Ich rieche gerade nach irgendwas, das kommt mir total bekannt vor. Ich weiß nicht, was es ist. Ach, Duschgel, genau. Ja, ja, aber der Geruch, so, kennt ihr bestimmt auch. So manche Gerüche, die verbindet ihr mit irgendeiner Situation aus eurem Leben. Und ihr rieche ich gerade genau danach. Was war irgendwas... Geborgenes, keine Ahnung. Und ich glaube euch wieder mit Müll voll. Aber seid ihr von mir gewohnt. Hui! War absolut sinnlos der Sprung, ich weiß, aber ich wollte spektakulär machen. Spektakular. Nehmen wir nicht. Vielleicht sollten wir ihn nehmen. Ich weiß es nicht. Oh, ich muss grad Nase. Alter, ihr zieht so viel ab. Ich hasse euch. Du kannst dich auch gerne mal umdrehen, Lara. Was? Alter, die Kamera. Wie soll man denn hier bitte schön kontrolliert kämpfen? Fragezeichen. Komm her, du Sack. Boah, die Viecher sind so nervig, ne? Alter Vater. Wow! Was war das denn? Warum ist das Ding jetzt so explodiert? Noch einer? Ja, ne? Da waren noch zwei, oder bin ich doof? Nee, ah, okay. Nochmal so dieses komische Teil. Ah, da hinten steht, glaube ich, was, ne? Da. Ich kann es nicht aufnehmen. Okay, ich kann wahrscheinlich nur sagen, ob die auf dem Boden liegen. Haben die hier irgendwie mal was gespielt? Schach oder so? Wo sind wir denn hier? Ich dachte, wir kommen jetzt vielleicht in den großen Raum. Ist das der große Raum? Nee. Da war unten kein... Oh, da hinten. Da hinten hat was geleuchtet. Hahaha. Ha, ha. Oh mein Gott. Es ist ein anderer Raum. Nein. Ich dachte, wir kommen in den gleichen wieder, wo wir vorher auch waren. Und der sieht das für mich hier so aus. Kann ich die runterschieben? Nee, glaube ich nicht. Ich brauche doch Schalter dafür. Nee. Fuck, ey. Was muss ich denn hier machen? Oh, da lag was Interessantes, glaube ich, oder? Da so. So ein Ank. Oder wie heißen die Dinger? Anke. Scheiße. Habe ich da unten einen Schalter betätigt? Ich glaube nicht. Alter. Aber ich komme auch nicht auf eine andere Seite von... Fuck! Gut, dann können wir jetzt hier gucken, ob hier ein Schalter ist. Ha! Geil, ey. Oh, nee. Also hier bin ich echt schon gerade echt ein bisschen überfragt.
Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, was diese weißen Dinger da, was damit auf sich hat. Weil interagieren kann ich damit scheinbar nicht. Ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwo ein Hebel ist oder sowas. Aber ich habe mich doch schon nachgeguckt. War da nicht auch ein Krokodil? Nee. Hier war, glaube ich, keins. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Magnum Munition. Also, ich denke mal, ich habe einfach irgendwo einen Hebel übersehen. Ah, hier ist ja auch noch eine. Doch, nee. Ich habe sonst überhaupt keine Peilung, was ich machen soll. Weil da oben komme ich nicht weiter, unten komme ich nicht weiter. Unten komme ich ja, glaube ich, nicht mal zurück. Oder ich habe da irgendwo einen Weg übersehen, vielleicht. Das kann dauern, das Level. Ich habe ja bisher wirklich noch nichts in dem Level geschafft. Das ist ja das Lustige noch an der ganzen Sache. Ich bin da eigentlich noch am Anfang. Nur die 4 Räumchen habe ich gemacht. Aber hier ist gar nichts, ey. Gar nichts. Scheiße. Aber ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwo was sein könnte. Das glaube ich einfach nicht. Oh, fuck. Oh, okay, gut. Ich bin gerade nur auf die Tastatur kurz getreten. Ich gehe nochmal hoch. Boah, das kann doch nicht sein, ey. Verfluchte Tat. Ich speichere jetzt doch ab. Oder? Na, ich weiß nicht. Ah, ich bin so unentschlossen. So, okay, nochmal in Ruhe gucken. Ist hier irgendwo ein Hebel, Schalter oder was weiß ich was? Irgendwas zum Aufsammeln? Nein. Hiermit kann ich nichts machen. Nein. Auch nichts plündern. Kann ich hier mein Moped hier benutzen? Nein, auch nicht. Liegt da was hinter? Nein. Oh, Mann. Sowas mag ich nicht. Sowas habe ich bei Tomb Raider befürchtet. Bisher blieben wir da echt noch verschont von. Aber jetzt ist es leider soweit. Entlanghangen kann ich mich da auch nicht. Bis da hinten kann ich nicht springen. Dann muss ich von da oben dahin springen. So wie es für mich aussieht. Entschuldigung. Okay. Und ich komme nur weiter, wenn ich diese komischen Türen runterlasse. Oh, ist das alles, ey. Mist hier, ey. Runterballern. Nein. Hätte ja sein können. Ich will da hinten hin, Mensch. Da liegen Sachen. Wahrscheinlich nur ja, ist ein großes Minipack, glaube ich. Na ja, gut, komm. Hui, geh mal ein bisschen schwimmen. Flonsch. Ja, da müssen wir nochmal unten lang gehen, ey. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, ey. Das ist doof. Ach genau, wir müssen ja in die Felsformation. Und dann den Point of No Return. Da gibt es garantiert einen Point of Return, aber ich kenne ihn einfach nicht. Und durch diese Schlitze kann ich auch nicht gehen. Ah, oh, es tut mir echt leid für euch. Aber ich weiß es halt gerade einfach nicht besser. Das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Lappalie. Irgendwas Offensichtliches. Ist ja immer so. Ah, hier gab's Jags. Aber nicht so geizig ist ja mit der Munition, ne? So, nur eins und. Ah, komm, die machen. Hervorragend, super. Okay, hier haben wir einen Sarkophag. Können wir damit irgendwas machen? Nein! Dann haben wir hier Dunkelheit des absoluten Todes. Liegt hier vielleicht irgendwas drauf? Ich sehe zumindest nichts. Nein. Da oben können wir hin, bringt uns aber nichts. Behaupte ich einfach mal. Da oben können wir auch hin, da waren wir auch schon. Hat uns jetzt auch nichts gebracht. Da können wir nur rüber und kommen von da aus, glaube ich, nicht mehr zurück. Zumindest, mein Gott, meine Stimme. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ach, verdammt. Ich vergaß, Lara, ich vergaß. Hui. Oh, hat es funktioniert, okay. Und das sieht für mich so versetzt aus, aber es ist tatsächlich eine Höhe, doch, okay. Hast du nochmal Schwein gehabt, Spiel? Hast du nochmal Schwein gehabt? Ich bin schon ganz vorne, okay. Dann einmal Wopsa und Jump! Zurück. Ganz vorne, okay. Und Jump! Ich glaube, bin ich den Weg gar nicht gegangen, ne? Haha! Ach man, so ein Kack. Warum war ich denn so drauf gefestigt, da unten hinzukommen? Warum drehe ich mich nicht einfach mal um? Ach, scheiße. Gut, dass ich mich entschuldigt habe. Gut, dass ich das getan habe, wirklich, ey. So, okay, da können wir von da aus wahrscheinlich hin. Aber ich nehme lieber, glaube ich, die andere Seite. Da gibt es ja überall was, oh mein Gott. Hi-ya! Und nochmal, Jumpy Dumpy. Ich war der festen Überzeugung, dass der Boden einbricht. Ist aber nicht. Oh, schön, wir kommen vielleicht weiter. Moment. Das ist mir verdächtig dunkel dort. Okay, es ist wirklich nur eine Wand, gut. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Aber es war nur ein Tisch. Von Ikea. Ich mag Ikea. Moment. Aber kurz umdrehen. Komm, von da aus dann auch. Ja, okay, von da aus kämen wir auch dahin. Ich möchte aber erstmal den Weg gehen. Auch wenn der Sprung eventuell riskant ist. Aber naja. Ich habe nicht gespeichert, ne? Fällt mir gerade ein. Haha, lustig. Hui! Aber es sieht für mich fast so aus, als wäre da gar nichts. Das will ich ja eigentlich nicht wahrhaben. Und da ist wirklich nichts. Schön. Ja gut, von aus komme ich dahin, aber eigentlich ist das der unsicherere, rare Weg. Springen! Das ist echt gar nichts, ey. Nein! Oh Gott sei Dank! Oh mein Gott! Moment. Ja, das war absolut dämlich. Das war absolut dämlich, weil ich wieder zu spät den R1-Knopf gedrückt habe. Ach, nee. Ich schneide das eben raus, bis wir hier sind. Bis gleich. Ah! So, Freunde, ich bin hier schon wieder. Oh mein Gott. Ah, ich muss mich erst wieder richtig hinsetzen. Das ging doch schneller als gedacht. Ich habe schon diesen kleinen Mumien-Spacko getötet. Und was ich mir gerade dachte, ist, ob ich nicht von hier aus da dran springen kann. Aber ich werde es wieder lieber mal nicht testen. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und hoia! Sehr gut. Da hinten war ja gar nichts, ne? Irgendwie so. Also nichts, was mich interessieren sollte. Okay.